Natürlich. Natürlich. Jetzt nur die Frage, was machen wir? Wieso gehen wir eigentlich nur durch diese Tür und landen dann direkt auf der anderen Seite und können nicht drinnen gucken, was da los ist? Falsch. Irgendwas muss es doch hier auch noch auf sich haben. Hier sind auch Lianen. Aha. Hier wurden wohl mal Fahnen aufgehängt. Was, wenn wir jetzt das dranhängen? Mr. Keen, Augenblick mal. Oh nein. So, alles wieder im Lot. Wow, hätte nicht gedacht, dass... Kinderspiel für einen Agenten wie mich. Ich habe einfach die Naht meiner mir verbliebenen Wäsche aufgetrennt und daraus ein Seil gebaut. Bitte, ich würde mir diese Details gern ersparen. Ich sollte noch erwähnen, dass die nette Dame vom Felsen gegenüber die Gelegenheit nutzte, um sich aus dem Staub zu machen. Mit ziemlichem Tempo, was ich gar nicht verstehen kann. Also dann, lassen Sie uns von hier verschwinden. Juhu! Okay, jetzt so, mein sind wir junger hier oben. Jetzt zeige ich dir mal, wie man sich auf so einer Insel zu verhalten hat. Schau zu und lerne. Denn nur mein messerscharfer Verstand und meine Fähigkeit, in Sekundenschnelle im Dschungel zu verschwinden, werden uns sicher durch dieses Dickicht... Oh oh. Oh. Jetzt bin ich endgültig auf mich allein gestellt. Allerdings frage ich mich ernsthaft, ob das gut oder schlecht ist. Na gut, soll ich mich wirklich in diesen Dschungel wagen? Kapitel 4, Bezahlung und Rücke. Ist er jetzt tot? Wie kommen wir jetzt in unser Geld? Gibt's hier irgendwas? Ich muss alles genau anschauen. Was reicht denn hier eigentlich so? Ist hier irgendetwas? Ich glaube nicht. Gut. Gehen wir halt mal hier ins Dickicht. Es lädt. Es lädt, es lädt, es lädt. Ich glaube, langsam habe ich auch schon wieder ein bisschen genug vom Denken. Also muss ich noch Minecraft und Diablo aufnehmen. Ja, alles ein bisschen. Ja, weil ich habe gar nichts mehr. Nichts, nichts, nichts. Jetzt muss ich aber mal ganz kurz etwas trinken. Einen Momentchen. Einen Momentchen. Mikro ab. So. Da bin ich wieder und ich hoffe auch, dass City hat jetzt auch wirklich meine Stimmen aufgenommen, weil das wäre jetzt nicht gerade so cool. So, jetzt gehen wir mal da weiter. Hoffentlich kommt das Ding nicht und ja. Oh. Endlich Zivilisation. Hier kann ich hoffentlich meine Belohnung abholen und nach Hause fahren. Tja. Das ist jetzt die Frage. Oh. Das Dorf scheint aus einem oberen und einem unteren Bereich zu bestehen.
Aha, betrete Pfad. Betrete Pfad. Was das? Ein Interessant, Schrein, ein ein indisches Schrein. Heiligtum. Interessant, ein Aha. indisches Heiligtum. Da glitzert's. Das können wir jetzt schon wieder Da steht, klauen. abgebrannte Räucherstäbchen werden regelmäßig ausgetauscht. Ein Service ihrer freundlichen Mönche aus dem Dschungeltempel. Okay, das sind wir halt jetzt mal die Mönche. Sonst noch irgendwas? Nö. Das Räucherstäbchen werden wir definitiv noch gebrauchen können. Gehe ich mal davon aus. So, mal gucken, was das hier für ein Dorf ist. Oh, ein Mordselefant. Reden wir mal mit ihnen. Halt! Soldat. Hey, ich bin dran. Womit? Halt sagen. Du warst letzte Woche dran. War ich nicht. Du hast es auch schon getan. Sekunde. Wir müssen das erst klären. Also, du warst letzte Woche dran. Ja, aber du hast dich einfach vorgedrängelt. Bei diesem Schlangenhändler. Der hatte mich angesprochen. Ich hab nur geantwortet. Was verstehst du schon von Schlangen? Eine Menge. Ja. Schlangen sind eine Unterordnung der Reptilien. Du willst dich doch wohl nicht in ein Gespräch der königlichen Garde einmischen. Im Okay. antiken Griechenland hielt man Schlangen für unsterblich. Er will sich wirklich. Ich fasse es nicht. Zutritt haben sowieso nur britische Staatsbürger. Ich will Okay. meine Belohnung. Belohnung fürs auf die Nerven fallen? Dafür gibt es höchstens eine königliche Tracht Prügel. Ich habe einen Auftrag für Ihre Majestät ausgeführt. Mit sowas haben wir nichts zu tun. Wir sind nur der ausführende Arm der regionalen Verwaltung. Ich komme später wieder. Naja. Nur zu. Gehen wir mal hier hoch, wenn wir es können. Können wir. Wir dürfen nur nicht hier entlang. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Eine Tür. Was das? Putzt alles blitzeblank. Hey, Finger Nimm mal weg von mit. meinen Haushaltsmitteln. Okay, gehen wir mal in Dresden. Gehen wir mal klingeln. Willkommen im Panja Inn. Dem einzigen Hotel auf Tooth Island mit einem kompletten Stern. Ein kompletter Stern über Gras. Das einzige, das bloß einen Stern hat? Das einzige, das überhaupt Sterne hat. Also dann, was kann ich für Sie tun? Ein gewisser Montgomery hat da Ein etwas. gewisser Was hinterlassen? Montgomery hat hier sicher etwas für mich hinterlassen. Nein, hier wurde nichts hinterlassen. Tut mir leid. Hören Sie, ich habe Schiffbruch erlitten. Ich muss bei irgendeinem Zuständigen die Belohnung für die Überfahrt abholen. Und dann wieder von diesem Nest verschwinden. Aha. Haben Sie denn eine Adresse oder sowas? Nein, das Ganze ist ein Geheimauftrag. Tja, denkbar schlechte Voraussetzungen für Sie. Was würden Sie denn in meinem Fall tun? Oh, bei Problemen kehre ich für gewöhnlich meinen Hinterhof. Da kann man prima nachdenken. Toll, ich habe aber keinen Hinterhof. Oder ich poliere die Fenster. Ist auch ganz gut. Wie ich schon sagte, mein Schiff ist hin, deswegen habe ich auch keine Fenster. Ein Wasserrohr reparieren kann auch ganz inspirierend. Ich glaube, wir kommen so nicht weiter. Nein, nein, nein.
Ich möchte meine Belohnung kassieren und dann runter von diesem Felsbrocken. Da kann ich Ihnen wohl kaum helfen. Das ist mir schon bewusst. Hier verkehren auch... Das heißt? Das heißt, dass Sie hier nicht so schnell wieder runterkommen. Vielleicht hat man beim britischen Wachposten noch einen Tipp für Sie. Warum ist der Kamin an? Na, dafür gibt es doch den Stern. Für den Kamin? Bei dieser Bullenhitze? Ach, da wollen wir mal nicht kleinlich sein. Das Reglement sagt, dass es einen Stern für einen Kamin gibt. Sie haben keinen Stern für gemütliche Betten? Keinen Stern für gemütliche Betten? Ganz genau. Irgendwo muss man schließlich sparen, wenn man am Tag so viel Holz verfeuert. Ich bin sehr stolz auf meinen Stern. Er bedeutet mir sehr viel. Er muss immer blitzen und blinken. Und wenn er mal nicht blitzt und blinkt, muss ich ihn putzen. Mein schöner Stern. Ach, ich liebe ihn. Die einzige Bedingung, die man für einen Kamin erfüllen muss, ist, den Gästen hin und wieder ein Glas Wasser anzubieten. Okay, ein gewisses Mal. Könnte vielleicht etwas zu trinken haben, solange ich warte? Als kaminführendes Hotel sind wir vertraglich verpflichtet, Ihnen ein Glas Wasser anzubieten. Wegen der enormen Hitze. Sonst besteht die Gefahr, dass wir den geschätzten Stern verlieren. Also, bitte sehr. Der mit seinem Stern. Ein Wasserglas. Machen wir es einfach mal ab, hä? Oh, das geht sogar. Haha, geil. Scheiße. Was tun Sie denn da? Der Kamin ist aus. Wenn jetzt mein Hotel überprüft wird, verliere ich meinen Stern. Oh. Oh, jetzt können wir auch bestimmt das Big Bosch Ding da nehmen. Naja, auf jeden Fall, wir bleiben jetzt immer so. Ich speichere ab und muss jetzt mal gehen, weil ich muss nochmal zwei Let's Plays aufnehmen und nicht so allzu spät ins Bett gehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und so. Es geht auch dann weiter. Ich wollte doch nur... Na klar. Jetzt wurde ich... Ach so. Ich hätte schneller sein müssen. So. So, und jetzt gehen wir raus, ganz schnell. Also so funktioniert das nie. Raus mit dir. So. Verdammt. Also muss ich in dem Fall mal was anderes machen. Naja gut, ich verabschiede mich trotzdem jetzt mal. Muss noch, wie gesagt, noch zwei Let's Plays aufnehmen, Minecraft und Diablo. Und ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.